Die Chorvereinigung Sachsenring hat derzeit ein erhöhtes Probenpensum. Im kommenden Jahr feiert der Chor sein 60-jähriges Bestehen mit einem Meisterwerk der Chormusik. Die Schöpfung von Joseph Haydn wird an zwei Wochenenden in zwei verschiedenen Häusern aufgeführt. Der Chor lässt deswegen sein alljährliches Weihnachtsprogramm aber nicht ausfallen. Die Schöpfung von Haydn ist Chorliteratur der gehobenen Art. Neben der Chorvereinigung Sachsenring wird auch die Singakademie Gera, das Philharmonische Orchester Blauen Zwickau und die Solisten auf der Bühne stehen. Kann ein solch großer Probenaufwand denn auch gemeistert werden? Das ist die Frage, die wir uns auch gestellt haben, ob das schaffbar ist. Haben uns aber entschieden, trotz allem ein Weihnachtskonzert zu machen, weil es einfach eine Tradition ist. Und wenn wir diese Tradition brechen, um zu sagen, wir machen wegen der Schöpfung kein Weihnachtskonzert, dann ist das nicht gut, zumal es ja nicht nur das Weihnachtskonzert ist. Es gibt ja viele karitative Dinge, die man zu Weihnachten macht. Man geht in die Pflegeheime, man geht ins Krankenhaus. Man wird für die Sponsoren singen, die ja die Schöpfung auch mitfinanzieren. Und damit kommen wir um dieses Programm einfach nicht drum herum. Und wir haben gesagt, wir machen es trotzdem nicht nur mit dem Kammerchor, sondern machen es mit allen, weil das auch natürlich so eine Jahreszeit ist, Weihnachten, wo auch alle gerne das Programm mitsingen wollen. Doch die rund 80 Mitglieder der Chorvereinigung Sachsenring sind Profis genug, um das Pensum zu schaffen. Gerade langjährige Chorsänger dürften gerade bei Weihnachtsliedern auf viel Erfahrung zurückgreifen können. Aber die Schöpfung ist für die Männer und Frauen neu. Bis vorige Woche haben wir nur Schöpfung geprobt. Sowohl Registerprobe als auch Gesangproben sind auch erstmal mit der gesamten Schöpfung bis auf den letzten Satz durch, so dass also jeder Sänger weiß, wo es lang geht. Und jetzt geht es darum, nach Weihnachten anzufangen, auszubessern, konzertreif zu machen, Kleinigkeiten, die noch nicht laufen, zu machen, Übergänge zu machen von einem Stück zum anderen und solche Sachen, um das wirklich konzertreif zu kriegen. Aber jeder Sänger kennt die Schöpfung jetzt schon vom Singen her. Nun muss in den Köpfen also erstmal auf Weihnachten umgeschaltet werden. Am Montag, dem 15. Dezember, lädt die Chorvereinigung Sachsenring zum Adventskonzert in die Aula der Pestalozzi-Schule ein. Das Programm beginnt um 19 Uhr. Es können alle kommen. Das Konzert ist hier in der Pestalozzi-Schule, gemeinsam mit dem Kinderchor der Pestalozzi-Schule, auch schon traditionsgemäß. Und freuen kann man sich in diesem Jahr auf ganz traditionelle Weihnachtslieder, fast zum Mitsingen, wo wir einfach uns und das Publikum ein bisschen auf Weihnachten einstimmen wollen. Beginn ist am 15. Dezember 19 Uhr in der Aula der Pestalozzi-Schule. Bis zur Aufführung der Schöpfung sind hingegen noch reichlich 4 Monate Zeit. Sie wird am 18. April in der Neuen Welt und am 25. April in der Johanneskirche Gera zu erleben sein.